willkommen zu einer neuen Folge von Jan kocht. Was wollen wir heute machen? Klein, fein und schnell Rosmarinkartoffeln. Was brauchen wir dafür? Es fängt an mit Rosmarin. Ein paar Zweige frisches Rosmarin aus dem Garten oder wenn man es im Supermarkt als Strauch gekauft hat, einfach abzwicken, bereiten wir gleich vor. Dann brauchen wir Kartoffeln. Dann nehmen wir idealerweise Kartoffeln einer mittleren Größe. Da ich es sehr gerne vermeide, Kartoffeln schälen zu müssen, kaufe ich Bio-Kartoffeln. Die wasche ich vorher ordentlich, sodass da auch kein Sand mehr dran ist. Und dann kann es auch schon losgehen. Wir schneiden diese Kartoffeln einfach in mundgerechte Stücke und tun die hier in den Topf. Und das Ganze geht relativ einfach, relativ schnell. Ich nehme hier Stücke so ungefähr in dieser Größenordnung. Das heißt, eine Kartoffel dieser Größe schneide ich dann auch mal in ein paar Teile. Das Ganze hinein in den Topf. Wir garen die Kartoffeln quasi in heißem Wasser einmal vor. Wir brauchen dann auch den Backofen, aber der Teil kommt, wenn die Kartoffeln vorgegart sind. Ja, wir schauen mal eine gute Menge für die entsprechende Anzahl der Gäste. Wenn wir Rosmarinkartoffeln zubereiten, dann kann man die wunderbar reichen zu allen mediterranen Fleisch- oder Fischgerichten, für Vegetarierinnen und Vegetarier auch gerne Tofu dazu anbraten. Manchmal tut es ein einfacher Salat dazu. Ja, die Menge reicht mir jetzt. Ich tue hier jetzt noch ein bisschen Salz rein und setze das Ganze auf als Salzkartoffeln. Das heißt, so viel Wasser rein, dass die Kartoffeln gut bedeckt sind und die Kochplatte angeschaltet und dann sehen wir uns wieder in ungefähr 15 bis 20 Minuten, wenn die Kartoffeln gekocht sind. Bis dahin. Ja, die 20 Minuten sind um, die Kartoffeln sind gar. Jetzt gießen wir sie ab, dafür nehmen wir hier so einen Durchschlag. Damit die ganze Küche nicht so voll dampft, lasse ich immer ein bisschen kaltes Wasser ins Waschbecken laufen, gieße die Kartoffeln aus, während wir die hier ein bisschen abkühlen lassen und abtropfen lassen, präparieren wir unsere Auflaufform. Da hinein geben wir ein bisschen Olivenöl und nehmen hier einen Pinsel, dass wir erstmal schon mal den Boden der Form ordentlich bedecken, damit uns die Kartoffeln nachher nicht ankleben. Also nehmen wir hier wieder Öl als Trennmittel. So, dann ist es relativ einfach. Wir geben die Kartoffeln schön abtropfen hier rein. Sehen zu, dass wir die alle nebeneinander liegen haben und nicht übereinander. So, dann geben wir jetzt Salz darüber, schön Salz drauf streuen, auch ein kleines bisschen Pfeffer. Dann präparieren wir den Rosmarin. Den habe ich gewaschen und ich ziehe jetzt hier einfach die Blätter sozusagen vom Strunk und damit möglichst viel von dem darin enthaltenen ätherischen Öl mit rauskommt, werden wir die gleich noch grob anschneiden, grob anhacken. Wir wollen ja Rosmarinkartoffeln haben. Es soll die Kartoffeln auch ein bisschen nach Rosmarin schmecken und nicht nur der Backofen und die Küche.
schön nach Rosmarin riechen. Ja, hier das Rosmarin. Bisschen anschneiden. Kommt jetzt nicht drauf an, auf eine bestimmte Größe oder einfach nur, dass ein bisschen ätherisches Öl rauskommt und man was hat, was man schön drüber streuen kann. So, und dann geben wir nochmal Olivenöl drauf. Das darf gut ein bisschen mehr sein, dann müssen wir das nächste holen. Und ich gieße hier jetzt einfach so ein bisschen in die Backform rein und trage sozusagen ein kleines bisschen Olivenöl auf die einzelnen Kartoffeln jetzt auf. Das ist so ein, sorgt so ein bisschen dafür, dass die jetzt leicht Olivenöl haben und auch nach Olivenöl schmecken. Aber wir wollen die ja nicht quasi im Fett frittieren, dann wird die ganze Angelegenheit ja auch viel zu fettig. So, überall ein bisschen Olivenöl auf die Kartoffeln bringen. Ja, wenn das geschehen ist und das Gefühl hat so, die sind alle schön gewürzt, es ist überall ein bisschen Rosmarin auf den Kartoffeln, es ist ein bisschen Pfeffer und Salz drauf, ein kleines bisschen Olivenöl. Dann können wir das Ganze in den Backofen schieben und einfach Viertelstunde, 20 Minuten, bis die Kartoffeln anfangen ein bisschen zu bräunen, bei 150 bis 180 Grad in den Backofen geben. Genau das machen wir und in ungefähr einer Viertelstunde werden wir uns das Ergebnis anschauen. Wir stellen die Uhr und sehen uns wieder in 15 Minuten, wenn die ganze Sache fertig zum Servieren ist. Ja, die Rosmarinkartoffeln sind jetzt fertig. In der Zwischenzeit habe ich mir noch ein Entrecot mit Zwiebeln zubereitet. Das kennt ihr aus dem anderen Video. Wir holen uns die Rosmarinkartoffeln aus dem Backofen und ich zeige euch mal, wie schön angebräunt die sind. Hier kann man wunderbar sehen, die ganze Sache vernünftig zubereitet. Ja, dann füllen wir das Ganze auf den Teller und sind eigentlich auch schon bereit, dass wir loslegen können mit Essen. In diesem Sinne wünsche ich euch auch einen guten Appetit und freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal bei Jan kocht.